Bei der Hamburger Ironman-Europameisterschaft hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Das Unglück ereignete sich an einer Wendemarke im Rennen, wo Radfahrer und Begleitfahrzeuge aneinander vorbeifahren. Dort stieß ein Begleitmotorrad frontal mit einem Triathleten zusammen. Der Motorradfahrer starb, der Radfahrer wurde schwer verletzt. Warum es zu diesem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Veranstalter ließen das Rennen fortsetzen.